Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life for Trader. Heute zeige ich dir meine Garage in Versace Palazzo. Guck mal da hinten, ein SLS, ein Bentley, aber das Geilste ist das hier, ein Cobra Shelby. Hammer! So war es hier, hatte ich in Südfrankreich mit einer Gruppe von Freunden, das war der Wahnsinn. Unglaubliches Auto, ja? Und wir haben hier auch ein paar Lambos, ein paar Rolls Royce, einfach alles da. Und ich liebe Dubai, weil wir hier die Autoverrückten haben. Die haben alles Mögliche an Autos. Unglaublich. Heute werde ich euch nur Autos zeigen. Nur Autos. So, wir sind auf der Suche nach zwei neuen Autos. Eins für mich eventuell und eins für die Firma. Also gehen wir jetzt hier rein bei VIP Motors und schauen, ob die das Richtige für uns haben. Also ich halte meine Augen immer offen nach neuen Sachen. Ja? Wenn ich etwas sehe, was mich so richtig antriggert, bin ich all in. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Wow, das hier ist mega geil. Das ist ein mega geiles Ding. Eigentlich müsste das hier meine private Sammlung sein. So muss das aussehen. Verdammt, ich weiß nicht, wie viele 100 Millionen hier stecken, aber es ist unglaublich. Also ich bin richtig steif gerade, Leute. Die Männer verstehen mich. Es ist einfach nur unglaublich. Fuck, das ist der neue SVJ, ne? Es ist krank. Alles hier, ey. Hier noch einer. Ich komme drauf nicht klar. Die Dinger sind super limitiert, ey. Also hier haben die mir den Boden unter den Füßen genommen, definitiv. Definitiv. Hier, nächster Traumwagen, SRL 63. Wenn das noch ein 65er wäre, dann wäre ich hier nie wieder rausgegangen. Unglaublich. Was ist los, was machen wir hier? Lass mal abhauen, das ist zu viel für mich. Du bist sprachlos, gib's zu. Ich laber irgendeinen Mist und weiß nicht, was ich sagen soll. Also wenige Leute können mir die Sprache wegnehmen, aber das hier. Hier einfach mal 1, 2, 3, 3 Porsche 918 Spyder. Das ist doch in verschiedenen Farben, das ist doch nicht normal, Alter. Hier ein SLR, auch ein Traumwagen. Nein, wieso nicht direkt zwei? Wieso nicht direkt zwei, einmal in Cabrio? Das ist unglaublich. Ja, ich weiß, das ist mein Traumwagen gewesen, ja. Ein Freund von mir, ne, hatte damals in Berlin so einen. Ich habe ihn gehasst dafür. Nein, habe ich nicht, aber unglaublich. Unglaublich. Was ist das für ein gepanzerter Biturbo Brabus? Das ist doch richtig, richtig krank. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hier muss ich eben auch meine Standards so ein bisschen höher heben, um hier überhaupt mal selbstbewusst drin laufen zu können. Ne? Sieht man mir die wackeligen Knie an? Nein. Der hier, der nächste Traumwagen, ist einfach nur krank, Leute. Alter, der war von meinem Nachbar. Mein Nachbar hat ihn wahrscheinlich hier abgegeben. Genau der war im Burj Khalifa, wo ich immer runterkam. Genau mit dieser Carbon-Dinger. Genau der. 1 Million Dollar. Krass. Krass, krass, krass. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wie viele G-Klassen stehen hier? Keine Ahnung. 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hochgelegte G-Klassen. Die Limited Editions. Krank. Krank hoch 10. Ich habe das Gefühl, die sind alle nagelneu, Mann. Hier, wieso nicht?
noch so ein Maybach Cabrio für 1 Million noch oder 500.000 Euro. Wieso nicht? Wieso nicht? Das ist doch krank. Das ist doch krank. Das ist doch krank. Das ist unglaublich. Unglaublich. Hier Mansouri. Ach, so ein Urus, der fällt hier echt nicht auf. Ach, hier noch ein Maybach, ne? Falls der in Blau nicht gut genug ist, gibt es den hier noch mal in Weiß und Cabrio. Die Urus wartet man ein Jahr auf die Autos, ne? Ja, wartet man. Hier? Nicht Weiß besonders. Nee, drei. Ich sehe drei. Meine Augen sehen drei. Wozu warten? Was ist hier passiert? Was ist das? Was ist hier passiert, Mann? Der ist vielleicht auch der von meinem Nachbarn. Hier, so einen hatte ich in Berlin vor 10 Jahren, Murcielago, aber in Schwarz und Cabrio. Diese Flügel, die hinten aufgehen, die waren der Wahnsinn, ey. In Schwarz sah das auch pervers aus. Hier, der Murcielago in Schwarz. Sind das Erinnerungen für dich? Ja, ein bisschen schon. Da saß ich mit meinen 26 da drin und dachte mir, Junge, du hast das echt geschafft, ey. Mit 26 in so einem Auto. Für 178.000, glaube ich, gekauft, für 220 verkauft. Über 40.000 Euro Gewinn an dem habe ich gemacht. Autohandel rockt. Wieso nicht so eine S-Klasse Limousine? Wenn schon, denn schon, oder? Wer es hat, der hat's. So einen hatte ich auch, ganz limitiert. Hier so ein BMW Z8. Geiles Ding. Habe ich 80.000 Euro dafür bezahlt damals. Also eigentlich brauchen wir hier nie wieder hinkommen, es sei denn, wir können das Cash hinlegen und einfach alles mitnehmen. Alles. In eine private Garage. Alles. Alles raus. Oder direkt das ganze Ding kaufen. Wollt ihr noch mehr von den Autos sehen? Kommentieren, ne? Unglaublich. Ich will noch mehr sehen davon. Ich frage mal hier, ob sie einen Autoverkäufer brauchen. Dann verdiene ich zwar kaum Geld, aber trinke den ganzen Tag Kaffee und für eine Woche wird das schon spannend sein. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune on flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe and 40 on 50 is really the time. Why is you all on my phone like you want me, like you wasn't pushing the kid to the side? I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Die schmerzvollste Erfahrung meines Lebens war es damals, weil ich Geld gebraucht habe, um neue Autos zu kaufen, meinen damaligen SL zu verkaufen. SL Schwarz war das. Und das war noch in jungen Jahren, also da war ich vielleicht 23, 24. Und irgendwann habe ich mir gesagt, hole ich mir nochmal so ein Ding. Aber ich warte auf das neue Modell und dann als SL 63, wenn sie das überhaupt nochmal rausbringen, dann bin ich sowas von dran, mir wieder ein SL zu holen. Ich liebe SL. SL ist unglaublich. Ich liebe alles, was hier drin ist. Also alle Träume, die ein Mann hat oder hatte, für Autos, du findest einfach alles hier. Ist einfach alles da. Alles. Der hier auf jeden Fall. Dann der LaFerrari ganz vorne, der kostet aber, ich glaube, 3 Millionen Dollar oder so. Also der ist richtig abgespaced. Dann die Lambos, die sind ja wie Spielzeuge im Vergleich zu LaFerrari. Die neuen, die kosten 2,8 Millionen Dirham, bedeutet 700.000 Euro. Das geht ja noch. Also,
wenn du, es gibt zwei Motivationen. Es gibt die eine Motivation ist Push, wo du einfach nur Gas gibst. Und die andere Motivation ist Pull. Sachen, die dich anziehen, mehr zu tun. Hier ist volle Kante Pull-Motivation. Sowas, das dich einfach anzieht, mehr zu arbeiten, härter zu arbeiten, mehr zu traden, mehr zu coachen, einfach alles mehr auf einem anderen Level. Und mit dieser Motivation musst du aber aufpassen. Du musst trotzdem nicht zu gierig werden, weil wenn du gierig wirst, verlierst du viel. Ja? Du musst trotzdem Demut. Demut ist das A und O. Du musst trotzdem noch auf dem Boden bleiben. Aber diese Pull-Motivation, das zieht dich sowas von. Also ich habe jetzt hier so viel Motivation bekommen, hier in dieser Garage, in diesem Autohaus. Ist einfach nur unglaublich. Selbst die Träume, die ich als kleines Kind gehabt habe, ist einfach alles hier. Ich habe noch einen Porsche Carrera GT da hinten gefunden. Einfach alles. Es ist alles hier, wovon ich jemals geträumt habe. La Ferrari ist hier, die neuen Lambos sind hier. Es ist einfach nur unglaublich. Jeder Traum von mir ist hier zu sehen. Und das ist diese Pull-Motivation. Ja? Das zieht mich richtig an. Das musst du spüren, das musst du einatmen, das musst du sehen, das musst du anfassen und richtig schön mal streicheln. Ja? Und das ist das, was dich dann so richtig zieht und dich richtig dazu bewegt, Unglaubliches zu erreichen, Unmögliches möglich zu machen. Und so eine Art Motivation verspüre ich hier, und zwar volle Kante. Das hier ist wirklich, also ich habe noch nie in meinem Leben was Besseres gesehen. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt. Ja, gibt es vielleicht auch so ein Paradies an Autos, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, geht und gibt euch mit solchen teuren Sachen, weil das ist das Beste, was du machen kannst an Pull-Motivation. Und natürlich auch ab und zu sowas zu spüren, dann flieg doch ab und zu Business oder First Class, ja, ist genauso Pull-Motivation. Oder hol dir ein Private Jet, ne, für einen Flug oder so, ne, erstmal renten. Und solche Sachen, das sind halt komplette Pull-Motivationssachen. Und es ist einfach nur unglaublich. Auch diese zwei Dinger hier, es ist einfach nur krank. Also mir fehlen hier wirklich die Worte. Ich habe hier einen Traum nach dem anderen. Ne? Die normalen Lambos, ne, so wie meinen, die fallen hier gar nicht auf. Und somit siehst du es, der eine sagt mir Angeber, nur weil ich den Lambo zeige. Und der andere denkt sich, was zeigt der mir denn für einen Schrott? Ja? Und der fährt halt diese Dinger. Ja? Es gibt immer eine Stufe drüber und eine Stufe drunter, egal wo du stehst. Ja? Es gibt immer eine Stufe drüber und eine Stufe drunter, egal wo du stehst. Und das ist das Geiste am Leben. Selbst wenn du der reichste Mensch der Welt bist, weißt du, dass es irgendwo einen gibt, der reicher ist, aber einfach seine kompletten Finanzen nicht veröffentlicht hat. Es gibt immer einen Reicheren und einen Ärmeren. Es gibt immer einen, der ein bisschen motivierter ist und der ein bisschen fauler ist. Es gibt immer einen, der ein richtig geiles Mindset hat und Sachen anpackt und alles, was er anfasst, wird zu Gold. Und es gibt auch die anderen, die wiederum das nicht so schaffen. Zu wem willst du gehören? Und wenn du zu denen gehören willst, die etwas bewirken im Leben, dann musst du dich auch mit solchen Leuten umgeben, mit solchen Gütern umgeben, weil ganz ehrlich, man kann sagen, ich bin materialistisch, was auch immer. Ich mache das nicht jeden Tag, aber das hier ist richtig geil. Verstehst du? Das hier ist wirklich wie ein Paradies. Ich hab mich in meinem Leben noch nie so gefühlt mittendrin im Autos. Also riesengroßes Kompliment, VIP Motors, Sheikh Zayed Road in Dubai. Kannst dir gerne angucken, ist keine bezahlte Werbung oder sonst was. Ist einfach nur geil. Hier muss man sich das mal angeguckt haben, wenn du in Dubai bist. Ist einfach nur mega. Was denkst du, was wäre das richtige Auto für mich? Ein SLR, SLR Cabrio, ganz normaler SL Cabrio oder ein Lamborghini SVJ, richtig pervers das Ding, aber leider kein Cabrio. Oder vielleicht ein LaFerrari, das wäre auch geil. Oder direkt ein Bugatti. Oder? Also, kommentiere einfach. Was würde mir einfach am besten stehen, so wie du mich siehst und kennst? Ja? Kommentiere. Und warum? Das wäre interessant. Sei unbedingt nächste Woche auch dabei bei Live for Trader, denn da kommt auch noch was Spezielles für dich. Bis dann. Ciao, ciao. Daumen hoch für die Autos und kommentiere. Willst du weitere solche Autofolgen haben? Autos gibt es hier genug. Vielleicht auch nächstes Mal, wenn wir was kaufen. Oder sag so, Autos habe ich jetzt erstmal genug. Ja? Daumen hoch und das Video natürlich teilen. Mega geil. Ich bin geflasht. Unglaublich. Wir haben uns gerade mit dem Manager unterhalten. Und er hat gesagt, das billigste Auto da ist irgendwie ein Porsche Boxster. Und den habe ich noch nie mal gesehen. Also ich habe nach einem M4 gefragt. Die meinten, nee,
Das sind so nicht unsere Standards ungefähr. Als wir ihm nach dem Wert von den Autos gefragt haben, war er überfordert. Der hatte keine Ahnung. Aber da gab es so viele Autos, die $1 Million, $1 Million gekostet haben. Und die standen einfach so darum. Unglaublich. Das teuerste war, glaube ich, mein Traumwagen, der LaFerrari für 10 Millionen Dirham. Oder da sind so ziemlich genau $3 Millionen. Also in die Hände klatschen und arbeiten. Mach klatschen. Okay. Hinter dir steht übrigens ein SLS AMG. Ja, ich weiß. Ein Bentley Continental GT. Und ich hier, weiß. Das muss ich euch zeigen, das Geilste ist das Ding. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life for Trader. Heute zeige ich dir... Stopp, nicht hier dich. Gucken, hier gucken. Du guckst weg, du schießt. Machst du. Okay. Hallo, rein die Fresse, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life for Trader. Diese Folge ist sehr schwer aufzunehmen, weil der Kameramann einen Streifen hat, weil er die ganzen Autos hier sieht. Heute ist Zeit.